Walsch mit seinem letzten Berg und seinen nach Süd, Südwest geneigten Berg, Weinbergs hängen, ist hier prädestiniert für hervorragende Weine. Die Gegend schauen wir uns auch nachher noch an, ist traumhaft schön. Ne? Da oben hat man einen Blick über die ganze ins Rheintal runter, bis auf die andere Seite, in die Pfalz rüber, ne? Sieht man. Bei schönem Wetter sehen Sie die ganze Bergkette der Pfalz und können auch bis runter Frankreich und Pfälzer schauen. Also nicht nur der Wein ist relativ unbekannt, auch die Gegend. Der Kraichgau ist eigentlich im Grunde genommen für den, der nicht aus der Region kommt, relativ unbekannt. Ne? Ein Geheimtipp für Wanderer, Genießer, Weinlieber, Weinliebhaber. Genau. Ja, ist so. Wir haben jetzt wieder einen komplett anderen Wein. Die gleiche Rebsorte, anderer Boden, andere Lage. Und wir können natürlich auch etwas in die, Sortenausprägung eingreifen. Wenn wir pflanzen, dann gibt es unterschiedliche Klone, die dann auch unterschiedliche Fruchtnuancen mehr stärker hervorbringen. Hier haben wir, jetzt mal reinriechen, ist für mich absolut dominant, auch Mandarine. Spätlich, erst warum es selektiert, extra nochmal zurückgeschnitten. Also wir haben bei diesem Wein hier die Trauben halbiert am Stock, bei diesem Weinberg, und wird sehr selektiv gelesen, werden zwei Lesen gemacht und auch die Schultertrauben werden weggeschnitten, sodass man hier bei diesem Weinberg sehen wir von vornherein aus top, auf Top-Qualität aus. Reine Handlese. Bei uns gibt es im Betrieb nur Handlese. Ah, ja. Sie machen das gar nicht mit Maschinen durchfahren, geht ja nicht schneller, ne? Und man ist doch eigentlich unabhängiger vom Klima her, wenn die Temperatur stimmt. Aber Sie setzen trotzdem auf Handarbeit. Ja, also Handarbeit ist natürlich nicht zu überbieten, wenn man Qualität im Auge hat. Für einen einfachen, schönen Landwein oder einfachen Qualitätswein ist eine Maschinenlese auch okay, wenn das Jahr keine allzu große Fäulnis im Weinberg hervorbringt. Seit Anfang, seit Sie angefangen haben, wie groß hat sich Ihre Fläche erweitert? Ja, wir hatten zwischendrin, waren wir bei 8,5 Hektar, jetzt sind wir bei ungefähr 7 Hektar. Es schwankt immer mal, wenn man Weinberge rodet und neu anlegt. Und je nachdem kauft man auch Trauben zu für Sektgrundweine oder für einfache Qualitäten von Vertragswinzern. Ich würde solche Weißweine nicht, auch wenn sie sehr wuchtig sind und etwas lagerfähig sind, nicht älter als 5 Jahre werden lassen. Sie sagen ja, Sie haben inzwischen richtige Stammkundschaft für den Riesling, ne? Also bei einigen überregionalen Verkostungen ist unser Riesling auch sehr oft als absolute Spitze Nordbadens herausgehoben worden. Riesling ist eine Sorte, die wird in vielen, vielen Gegenden, Bereichen ganz hervorragend, aber unterschiedlich. Riesling ist eine Sorte, die reagiert wahrscheinlich am intensivsten und empfindlichsten auf unterschiedliche Böden und unterschiedliche Klimate. Riesling möchte eigentlich schon Toplagen, warme Tage, aber kühle Nächte. Und Mineralität ist für den Riesling, Mineralität im Boden ist für den Riesling immer positiv. Aber ich habe auch schon ganz hervorragende Rieslinge aus sehr schweren Lehmlöschböden getrunken. Je nachdem, wie der Winzer das handelt, kann er da auch sehr filigrane Rieslinge produzieren. Also nicht so viel, zu viel mediterranes Klima auf Deutsch gesagt, ja? Warum wird Riesling in Italien nichts? Und wenn, dann dort nur in kühlen Seitentälern. Weil Riesling, wenn die Nächte zu kalt sind, dann ist die eigentlich zu warm sind, dann ist die Säure weg. Und Riesling lebt immer, immer von der Säure. Hier haben wir jetzt die klassische Zitrusaromatik in der Nase. Also wie Sie sagen, so ein knackiger, frischer, einer schönen, aber sehr schön eingebundenen Säure und Zitrusaromen. Nichts für denjenigen, der jetzt den gereiften Riesling sucht, aber den eben frischen Essensbegleiter optimal. Ne? Ja. Auch wenn Sie diesen Wein vielleicht zwei,
auch bis 5 Jahre lagern. Unsere Rieslinge bekommen in den seltensten Fällen, und wenn dann ganz dezent diese oftmals penetrante Reifennote nach Petrol, der wird weicher. Die Säure ist dann zwar noch schmeckbar, aber sie hat ihre Aggressivität verloren und die Fruchtaromen kommen auch stärker und reifer rüber. Kraichgau hat, wenn Sie, wissen Sie ja, hat sehr unterschiedliche Bodenarten. Jeder Hügel hat eigentlich fast einen unterschiedlichen Boden. Wir haben hier bei uns auf unserer Gemarkung Muschelkalk, Sandstein, Lehmlös, Ton, Keuper, und gerade Riesling reagiert komplett unterschiedlich. Und Riesling würde ich nie auf Lehmlös pflanzen, weil da wird er in meinen Augen zu breit. Und Riesling lebt immer von seiner Filigranität und die bekommt er eher vielleicht auf etwas Keuper, aber dann auch, wo noch Sandsteine irgendwo so in die Mineralität reinspielen dabei ist. Oder halt auch schöne Hanglagen, die sehr stark von steinigem Untergrund geprägt sind. Und der Muscatella, ist das jetzt eine neue Sache für Klöwe, oder das gibt es auch schon länger? Gibt es schon sehr lange, das gelbe Muscatella, das ist eine alte Sorte. Gehen Sie mal nach Frankreich, da gibt es Muscatella, Muscat-Otonell. Ist das alles eine Familie? Das kommt mehr oder weniger aus der gleichen Richtung alles. Hier reinriechen, also richtig Muskat. Und das ist jetzt auch für mich ein sehr schöner Spargelbegleiter. Natürlich muss der Spargel auch in seiner Kraft und so muss er so einen kräftigen Wein gegenhalten. Brauchen wir gar nicht trinken, dann schon ständig dran riecht. Klar, und weil Spargel auch immer ein bisschen oft, wenn man ein bisschen anmacht, auch mit Zucker gearbeitet wird, ne? Ja. Braucht er eigentlich auch ein bisschen immer eine Gegenkraft. Ne? Ja. Der zu trockene Riesling eignet sich gar nicht so super zum Spargel. Also, viele Leute denken das, trockener Weißwein gleich Spargel, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Ja. Ne? Also Riesling würde ich absolut ablehnen zum Spargel. Zum Spargel würde ich säurearme Weine bevorzugen, wobei Muscatella nicht immer zu den säurearmen Weinen zählt, aber wir, der Muscatella von guten Betrieben, der eignet sich in den meisten Fällen sehr gut zum Spargel. Deswegen zum Spargel Oxawa und auch guter Silvaner oder Mittelthüringer. Wenn Sie reinriechen, ist Stachelbeere, Maracuja und noch viel, viel Exotik dabei. Also was ist faszinierend ist bei ihm, und viele Sauvignon machen ja schon nach dem ersten Schluck wahnsinnig satt. Und man hat eigentlich so das Bedürfnis, nicht weiter trinken zu wollen, weil hinten raus die Aromen oft so stark sind, aber auch so eintönig, so eindimensional. Aber der streut schön, ne, und hat eine wunderbare, dezente Säure, die alles so mitträgt. Ne? Für mich ist ja der aktuelle 2009er Jahre fast etwas zu, zu rund. Ich hätte ihn gerne etwas knackiger, aber das ist einfach dieser sehr reife Jahrgang, den Wein hervorgebracht, und ich liebe den Wein aber trotzdem über alle Maßen. Der passt auch zu fast jeder Speise. Bin ein Fischfan und zu Fischsachen passt es hervorragend. Austern und dieser Wein gibt eigentlich kaum bessere Kombination. Wenn ich jetzt eine Flasche kaufe, 4-6 Wochen, bin ich nach 3-4 Wochen vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn ich aufmache. Nach 4-6 Wochen hat er dieses Tief überwunden. Also ich sollte sie einfach mal drei Monate hinlegen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich sage hier, der Unterschied zu Rotweinen, hochwertige Rotweine werden bei uns unfiltriert gefüllt. Und wenn ein Wein unfiltriert gefüllt ist, dann hat er nur die minimale Belastung, die er durch die Pumpe bekommt. Und ganz hochwertige Sachen werden auch ohne Pumpe gefüllt, dass man da den Wein nicht unnötig belastet. Aber Weißweine, die keine biologische Säure aber durchlaufen haben, müssen steril filtriert auf die Flasche kommen, weil sonst später die Gefahr bestehen könnte, dass auf der Flasche dieser Säureabbau spontan entsteht und dann wäre der Wein verdorben. Bap, bap, kubada, da, kubada, 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 kubada.